Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena, Jungfrau. Heute möchte ich gerne mit dir dieses kurze Video teilen, wo wir anhand des Tarots einfach mal so einen kleinen Überblick, bewusst und unbewusster Natur vielleicht für dich, in der Liebe, in den Finanzen, in der Gesundheit auch, so ein bisschen, na sagen wir mal, so einen kleinen Einblick bekommen möchten, um einfach mal zu schauen, was ist wirklich gerade bei dir am Start, okay? Jungfrau, vor allen Dingen interessiert mich deine Hauptenergie. Ja, das heißt, in welcher Vibration du gerade schwingen wirst oder gerade schwingen darfst oder schwingen sollst. Konzentriere dich bitte auf dich, Jungfrau, und lausche einfach nur meiner erkälteten Stimme. Bitte verzeiht, aber ich bin noch mega erkältet. Ja, Jungfrau. Während du dich konzentrierst, Jungfrau, okay, und mir einfach nur lauschst, kriege ich die Energie rein, wo es darum geht, Jungfrau, tritt aus deinen Ängsten. Vielleicht lidierst du mit einem Skorpion. Ja, ich kriege eine Vibration Skorpion, Steinbock, Löwe. Warum auch immer. Skorpion, Steinbock und Löwe, pass es an. Okay? Geh durch deine Ängste, Jungfrau. Dein Selbstvertrauen wird der Schlüssel zum Erfolg sein, egal in welcher Ebene. Diese schwierige Situation, emotionaler Ebene, körperlicher Ebene, Beruf, Partnerschaft, egal was, wird sich zu Ende bringen. Das heißt, es wird hier eine Situation entstehen können, die dir aufzeigen wird, dass diese Qual, diese Last, diese Situation, die dich in eine Zerrissenheit gebracht hat, wird sich lösen. Was bedarf es, dass du aus deiner Wohlfühlzone rauskommst, aber geh durch deine Ängste. Wow, was für eine Energie ist heute für Jungfrau am Start. Wahnsinn. Jungfrau, ja, der Imperator. Der Imperator, ja. Der Imperator, nein, das war ja schon klar. Also der Imperator, Leute, ist wirklich eine Energie, die sehr herrisch sein kann, ja. Vielleicht lidierst du auch als Jungfrau, egal ob Mann oder Frau, mit jemandem, der halt sehr in diesem Starrsinn drin ist, ja. Mit jemandem, der vielleicht sehr energisch ist, mit jemandem, der vielleicht sehr dominant sein kann. Abgesehen davon, diese Energie, in deiner Energie als Jungfrau, in deiner Legung heute, zeigt schon, hier ist auch eine Widderenergie mit am Spiel. Skorpion, Widder, Löwe und Steinbock, aus welchen Gründen auch immer. Die Energie, die wir von Jungfrau kriegen, bedeutet, Jungfrau, genieße das Hier und im Jetzt. Organisiere dich neu. Setze dir neue Ziele. Gehe deinen Zielen nach. Ordne alles in deinem Kopf. Bringe es zum Ausdruck. Lass dich nicht von Kopfschmerzen irritieren. Lass dich nicht von mentalen, rationalen Energien, die manchmal in dir drin sind, deine Egos dominieren. Bleibe klar und sachlich. Bringe Licht ins Dunkel. Der Imperator ist auch ein Mann, der dich begleiten kann. Vielleicht ein sehr dominanter Mann, ja? Oder eine Frau, die sehr männlich wirken kann manchmal. Hier geht es aber vor allen Dingen darum, wenn wir in der Liebe reden würden, geht es um eine Energie, die sehr sexuell ist. Vielleicht hast du sexuelle Bedürfnisse. Ja, vielleicht ist dein Partner, deine Partnerin auch sehr sexuell an dir interessiert. Auf jeden Fall spielt hier die Sexualität eine große Rolle. Ja, auch die Absichten, die man in einer Partnerschaft hat und in einer neuen zukünftigen Partnerschaft. Welche Absichten hast du in der Liebe? Wie teilst du dich passioniert? Wie attraktiv fühlst du dich? Wie anziehungsmäßig bist du unterwegs? Also das heißt, Jungfrau, hier gibt es ganz viele Energien, die sagen, Jungfrau, habe keine Angst, dich minderwertig zu fühlen. Habe keine Angst, ein klärendes Gespräch auch in der Liebe zu führen. Habe keine Angst, dass dir irgendjemand dein inneres Licht räumt. Habe keine Angst, dass das, was in deinem tiefen Kern ist, ja, nicht geklärt werden darf, sondern rein da. Du bist in einem Entwicklungsprozess, Jungfrau, auf allen Ebenen, sowohl in den Finanzen, dich neu zu sortieren, ein bisschen sparsamer zu sein. Ausdauernd und beständig bist du eh schon. Aber hier geht es darum, nochmal eine klare Situation anzugehen, die ein Gespräch bedarf. Ja, rede in einer Partnerschaft, rede auf der Arbeit, rede mit deinen Mitmenschen, rede, 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 Jungfrau. Hindernisse. Gerade in der Liebe brauchen nicht mehr sein, sofern du redest. Du hast genügend Erfahrung, Jungfrau. Du hast die Kraft. Du hast so viel erreicht und wirst auch noch so viel erreichen. Gerade die ältere Generation. Vielleicht bist du Witwer. Ja, oder vielleicht bist du Witwe. Vielleicht bist du auch in einer Energie, wo du Angst hast vor der Liebe. Habt keine Angst, Jungfrau. Ihr seid das schönste Sternzeichen, mit allem Respekt anderen gegenüber. Aber Jungfrau ist das Licht der geistigen Welt. Jungfrau ist diese Energie, die von Gott jedes Mal aufs Neue gesegnet wird. Teilt euch also auch als Jungfrau. Seid dankbar und stolz, eine Jungfrau geborene zu sein. Macht der Jungfrau alle Ehre, die ihr noch ein bisschen rational und mental seid, okay? In der Gesundheit kommt wieder Kraft ins Spiel. Ja, es kommt wieder Vitalität rein. Auf der Arbeit und in den Finanzen sei ein bisschen achtsamer. Mach dich verantwortlich für den Teil, der dir zusteht, auf der Arbeit, in den Finanzen, mehr auch nicht. Achte auf deine Gesundheit, raus aus Suchtmitteln. Lass deinen Kopf nicht die Überhand reagieren oder agieren.
Oder überlasse die Hand nicht deinem Kopf, ja, sondern schaue zurück in die Vergangenheit, was du alles schon geleistet hast, was du alles schon geschafft hast, was du alles schon zurückgelassen hast, welche Hürden du auch immer überstehen musstest, ja. Lasse alles in der Vergangenheit, lerne aus der Vergangenheit, teile dich, tritt aus dieser Wohlfühlzone raus, wo manche sich verbarrikadiert haben. Alles nur fließen zu lassen und nichts zu tun, das ist falsch, sondern Ängste dürfen angegangen werden, auch wenn du es mit Menschen zu tun hast, die ein bisschen aggressiver sind vielleicht wie du in der Wortwahl. Bleibe auf deinem Thron, aber denk dran, die Phase hier, die du durchlebst und die schwere Zeiten, die du gerade durchlebst oder durchleben wirst, können sich nur ändern, wenn du bereit bist, etwas dafür zu tun. Das sind schon die Energien, die ich von euch Jungfrauen bekomme. Jungfrau, habe keine Angst. Vertrau mir. Ja, oh Gott, Jungfrau, ich könnte so flennen. Die Liebe, Jungfrau, die Liebe, du bist in einer Verbindung oder wirst in eine Verbindung mit jemandem kommen, egal ob ihr jetzt gerade Kontakt habt oder nicht, egal ob du diesen Menschen kennst oder nicht, ja, die eine Verbindung aus Vorleben ist, eine reine Zwillingsflamme, diese Seele, die wirklich deine Seele ist, ja, die wirst du treffen, wenn du noch nicht in Verbindung mit diesen Menschen bist, okay, und wenn du schon in einer Partnerschaft bist, Jungfrau, dann ist das genau dieser Teil von dir, der dir zusteht. Schätze ihn und ehre ihn, aber auch vor allen Dingen mit dir selber. In der Liebe, ja, gerade die Leute, die Single seid, die ihr älter schon seid, die ihr Witwer seid, diesen Menschen, den du vielleicht verloren hast oder zurückgelassen hast, gerade die Witwer oder Witwen, ja, war schon eine besondere Verbindung. Aber hier erwartet dich ein Neubeginn, nicht nur mit einem Menschen, sondern die Konnektion mit deiner Seele, wieder ins Leben zurückzukommen, alle Hindernisse zu überstehen, die Anerkennung, die Wertschätzung, die du brauchst, dir selber zu geben. Jungfrau, du bist eine himmlische Energie. Du bist das Schönste, was man sich vorstellen kann. Aber es hilft nichts, wenn du das Schönste und das Beste und das Wertvollste bist, vielleicht unter den Sternzeichen, wenn du nicht darauf achtest, dass dein Licht nicht ausgebrannt wird. Also wir haben hier eine Seelenverbindung, die schöner gar nicht sein kann. Eine Verbindung, wo es um wahre Liebe, um wahre Gefühle geht, wo du Erinnerungen an Vorleben hast, ja, wo du Erinnerungen auch hast an Geschehnissen, die weiter zurückleben. Aufpassen aber auch. Es kann sein, dass hier dritte Personen involviert sind. Es kann sein, dass dein Ego involviert sind, Ängste involviert sind. Es kann sich auch um Dreieckskisten handeln, ja, die um diese Liebe kämpfen, wie auch immer. Aufpassen. Auch wenn diese Karte, ja, die Energie mit sich bringt von Zwillingsflammen, von vergangenen Leben, Geschehnissen aus der Vergangenheit, heißt es aber auch, achtsam zu sein, aus der Vergangenheit zu lernen, ja, gerade Geschehnisse aus der Kindheit aufzuarbeiten, gerade Dominanz aufzuarbeiten, damit dein ganzes emotionales Feld wieder fließen kann. Vielleicht hast du auch ein Vaterthema, ja, oder vielleicht bist du auch Vater, aber der Vater, der Opa, der Bruder, diese männliche Energie ist gerade sehr, sehr präsent in deinem Leben, wo du einfach mal ein Hauptaugenmerk drauflegen darfst, ja. Auf der Arbeit gibt es ein paar Konflikte, auf der Arbeit kann es sein, dass du ein bisschen abgeschlagen bist, auf der Arbeit kann es durchaus sein, dass man hier bewusst oder unbewusst verleitet ist, manchmal Fehler zu machen. Es kann auch sein, dass dein emotionales Feld gerade ein bisschen gestört ist und du deswegen dich nicht konzentrieren kannst. Lasse es los, es kommt was Gutes und was Neues auf dich zu. Ja, wenn du einen sehr dominanten Chef hast oder wenn du unter der Situation leidest, nicht nur reden, sondern erkläre auch dir selber, dass du keine Angst haben brauchst. Mehr wie die Arbeit zu verlieren, um was Neues anzugehen, kann dir gar nicht passieren. Ja, aber nichtsdestotrotz hat Jungfrau einen Schmerz tief verwurzelt, bewusst, unbewusster Natur, die sie oder er klären darf. Fühl dich nicht gefesselt, fühl dich nicht gefangen, fühl dich nicht erniedrigt, fühl dich nicht unter Druck, sondern kläre alles, was zu klären ist und traue dich nach vorne zu schreiten. Es geht um Wertschätzung, es geht um Anerkennung, es geht um Visionen, es geht um Stabilität, es geht um Erfolg. Jungfrau, du kannst alles mit einem Gedanken ändern. Du kannst aus einer Fliege wirklich ein Paradies machen. Du hast alles in deinen Händen. Jungfrau, du wirst triumphieren, du wirst diese Arbeit, nach der du dich sehnst, bekommen können, aber es steht und fällt eine gesunde Basis im Hier und im Jetzt zu kreieren. Einen Kontakt wieder aufzunehmen, ein Gespräch zu führen. Die Finanzen werden reguliert werden, aber die Finanzen stehen nicht an deiner Priorität. Auch wenn es vielleicht knapp ist bei manchen. Finanzen ist nicht das Thema, sondern der rationale Mentalismus, der Schmerz, den die Jungfrau gerade erlebt, die Vergangenheit zurückzulassen, neue Lösungen zu finden, das Herz wieder sprechen zu lassen, in ihre Willensstärke zu kommen, auf ihre Gesundheit ein bisschen zu achten und dann eine Entscheidung zu treffen, die dein ganzes Leben verändern wird. Schaue in die Zukunft. Schau mal, du hast alles in deiner Hand, Jungfrau. Es steht und fällt mit deiner Entscheidung, einen neuen Lebensweg zu gehen oder etwas zurückzulassen. Entscheide gut, entscheide weise, weil das, was du sagen wirst, das, was du entscheiden wirst,
wird dein Hier und Jetzt komplett verändern, aber glaube mir, ohne Angst. Es kann und wird nur zu deinem Besten sein. Achte auf deine Gesundheit. Ganz, ganz wichtig, ja. Wir kriegen immer die Energien rein, also ich und mein Sein. Es geht um Dominanz. Es geht um eine Liebe, die nicht ganz erfüllt ist, ja. Es geht um einen Verlust, einen Schmerz, weil jemand dich zurückgelassen hat, weil kein Kontakt besteht, weil jemand verstorben ist, weil du dir Sorgen um deine Arbeit machst. Aber es ist wichtig, dass du wirklich lernst und verstehst, Jungfrau, dass du hast die Entscheidung. Egal, wie auch immer dich dominieren möchte, auch dein Ego, raus da, es bedarf nicht unbedingt, dass es deine ganze Zukunft ruiniert. Jungfrau, nein, du darfst heute eine Lektion lernen, wo es heißt, optimistisch zu sein, ja, und wie der Ave Phönix aus der Asche zu entfachen, aufzuwachen, ja, aufzusteigen, wie auch immer es auf Deutsch heißt, denk dran, ich denke auf Spanisch, ja, mit meiner erkälteten Stimme fällt es mir heute eh schwerer zu reden. Du wirst wie der Ave Phönix aus der Asche erwachen, den klaren Weg treffen, deine Visionen leben, Menschen zurücklassen, Arbeitssituationen zurücklassen, Hindernisse zurücklassen, in dem Moment, wo du nicht aggressiv reagierst, nicht stur reagierst, ja, nicht impulsiv reagierst, sondern aus der Liebe, aus der Barmherzigkeit, aus dem Optimismus reagierst und alles fließen lässt, weil der Zyklus des Lebens, der gerade am Start ist für dich, Jungfrau, ist ein sehr wichtiger. Du bist bewusst und unbewusst gerade an einer Kreuzung in deinem Leben, wo du eine klare Entscheidung treffen darfst und es darum geht, wirklich Dinge zu verändern. Aber die Liebe, ja, die Emotionen, die Gefühle stehen bei dir hochgeschrieben. Das ist ganz, ganz wichtig. Vertraue auf deine Intuition. Vertraue auf dein Herz. Und egal, welche Energie negativ ist, egal, welche Energie toxisch ist, ja, denk dran, wir haben Stier, Jungfrau, Steinbock hier. Wir haben Schütze, Widder, Löwe vor allen Dingen hier. Den Skorpion.